Nicht mit Disney bezogen. Sets für Möbel, da habe ich bisher nicht viel. Um Kokokas, um die unglaublichen Antizillationen, Lilo Stitch, Rapunzel, Eiskönigin, König der Löwen, Cinderella, Schön und das Biest. Ja, es gibt ein bisschen was. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Das ist das Traumschloss. Es birgt viele Geheimnisse, Antworten, verflixt und Ah. zugenäht. Ich kann mich nicht erinnern, was darin ist. Ich wette, dass wir im Schloss, den Schlüssel zu dann muss ich recht, noch mehr Geheimnisse finden. Wie man sich ein kleines Stück und die Frau sagt, ich habe nichts zu anziehen. Noch stimmt es, noch habe ich nicht so viel. Aber 716 kann man freischalten. Aber ich bin tatsächlich mit der Auswahl, was man an Kleidungsstücken hat, tatsächlich zufrieden. Bisher. Es passt. Es ist für jeden was dabei, glaube ich. Gut, Kleider nicht, aber. Wer sammelt schon im Kleid irgendwas ab? Zweifellos wird das Schloss einige Rätsel aufgeben. Aber ich bin zuversichtlich, dass es auch die Antworten enthält, die wir suchen. Beispielsweise, wie man Dreamlight Valley wieder zu seinem alten Glanz verhelfen kann. Lasst uns hineingehen. Leichter gesagt als getan. Die Nachtdornen, die das Traumschloss umhüllen, sind anders als die, mit denen du bisher zu tun hattest. Sie sind stärker und benötigen mehr von deiner Magie, um sie zu besiegen. Folge mir, es gibt noch viel, was ich dir zeigen will. Yay. Danke, sehr freundlich. Mit dir und dem Chat nicht weiter auf die Nerven gehen. Gefreut, hier zu sein. Auf was vorbereiten. Bleib so, wie du bist toll. No, danke, Ryder. Aber du nervst uns doch gar nicht. Ich finde das immer schön, wenn im Chat geschrieben wird. Also, wenn ihr da seid und, ne, wenn man sich unterhalten kann. Ich finde das schön. Aber freut mich, dass du da gewesen bist. Hat mich mega gefreut. Ich kann nicht die Klima anmachen, ohne dass jeder das Rauschen hört. Oh, Ja. Hallöchen, du kommst ein bisschen spät, weißt du? Ja, ne? Alles in Dreamlight Valley besteht aus, nun ja, Dreamlight. Es ist das Glitzern, das man über allem und jedem sieht. Sogar bei einem Zauberer wie mir. Doch das Dreamlight wurde immer seltener, je mehr sich das Vergessen über das Tal legte. Immer, wenn. Wo, wenn kein MMORPG läuft? Na, ja, das weiß ich ja. Das weiß ich ja. Ich müsste auch mal mehr wieder anderer Spiele spielen, aber zurzeit irgendwie. Das ist aber immer so nach dem Urlaub. Nach dem Urlaub habe ich dann immer so, oder nach einer gewissen Zeit, wo ich keine MMOs gespielt habe, immer so eine Zeit, da muss ich viel MMO spielen. Ich habe halt sonst nicht viel Zeit dafür, das ist das Problem. Aber jetzt wird auf jeden Fall öfter das Disney-Spiel hier kommen. Das kann ich schon mal versprechen, weil es ist gut. Es ist echt gut. Du musst WoW mit mir spielen. WoW werden wir die Tage auch nochmal spielen. Allein, weil ich ja diesen Monat noch habe zum Zocken. Kühle, ja, eigentlich kühle. Je lauter sie fast neben dem Mick ist. No. No. Ja, ist schon mies. Aber seit du da bist, ist der Zauber wieder da. Die Magie ist mit mir verbunden. Ich möchte es stärker machen. Nun gut. Aber es ist nicht das Verlangen nach Macht, das die Magie wachsen lässt. Die Dreamlight-Magie wird durch Taten der Freundschaft, Liebe und Fürsorge stärker. Einfach Taten wie das Entfernen von Nachtdornen oder das Schließen einer Freundschaft mit mir. Wenn du in den Brunnen schaust, entdeckst du die verschiedenen Aufgaben, mit denen du mehr Dreamlight erschaffen kannst. Jetzt, da du bereits alle herrschaftlichen Geräte gefunden hast, reagiert der Wunschbrunnen auf deine neu gewonnenen Kräfte. Aber wir sollten einfach anfangen. Sieh in den Brunnen, um herauszufinden, was das Teil braucht. Selbst die einfachsten Aufgaben zu erledigen, wird große Veränderungen mit sich bringen. Dazu beitragen, das Vergessen zu beenden. Solange sie im Geist der Liebe, der Fürsorge und der Freundschaft getan werden. Wenn du lang genug Dreamlight gesammelt hast, um die lästigen Nachtdornen aus dem Schloss zu entfernen, komm zu mir. Danke, sehr Ah, freundlich okay. von dir. Dreamlight Pflichten in kurze Aufgaben im Tal. Geschafft, das erhaltet Dreamlight über das Dreamlight-Menü. Okay. Dann wissen wir jetzt, wofür wir das brauchen. Das heißt, die Steine brauchen wir, um das hier zu entfernen. Die großen Dinger. Passt.
Das Gute ist, hast du wirklich noch nie Stardew Valley gesehen? Gesehen schon! Ich hab's noch nie selbst gespielt! Irgendwann. Irgendwann. Ich habe so viele Spiele, die ich spielen will, spielen möchte, spielen muss. Also müssen aus meiner eigenen Perspektive. Weil ich will. Das schaffe ich in meinem ganzen Leben nicht. Egal. Wie brauche ich hierfür? 7000. Das hatte ich schon gelesen. Nicht viel Zeit. So viel habe ich noch nicht. Ich habe 450. Bald. Wo kommst du denn schon wieder hier ganz hin? Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Himmel, du hast die Spitzhacke aus dem Stein gezogen. Oh, und sie. Jetzt, wo die verzauberte Spitzhacke wieder in den Händen einer würdigen Person ist, die verdammte Dunkelheit, die über dem Tal lag, ist endlich verschwunden. Nenn mich jeden des Streamlight Valleys. Oh, ich habe nur versucht zu helfen. Das sagt Wunderbares über deinen Charakter aus. Ja, ja, ich sehe noch viel große Taten in deiner Zukunft. Die herrschaftlichen Geräte werden dir dabei helfen. Die Spitzhacke kann nur von jemandem geführt werden, der würdig ist, und das bist du ganz sicher. In deinen Händen spaltet sie Felsen in nur einem Schwung. Die Gießkanne muss nie nachgefüllt werden. Sie beschleunigt den Wachstumsprozess der Pflanzen und hält alles, was hier blüht, gesund. Die Angelrute braucht keinen Köder und verheddert sich nie. Mit ihr kannst du auf dem Grund des tiefsten Meeres und des seichtesten Teiches fischen. Was die Schaufel betrifft, naja, es ist nur eine Schaufel. Aber eine sehr gute. Du brauchst sie für die Gartenarbeit und zum Auffüllen von Gegenständen, die im Boden des Tals versteckt sind. Ich hoffe, du bist bereit, denn es ist dein Schicksal, große Veränderungen in Streamlight Valley zu bringen. Was soll ich tun? Du hast deine Reise bereits angetreten. Deinetwegen erinnere ich mich daran, wie Streamlight Valley einmal war, wie es in Zukunft sein kann. Wir haben so viel verloren, weißt du? Nicht nur Erinnerungen und Werkzeuge, sondern auch Magie und Freundschaft. Diejenigen von uns, die geblieben sind, als das Vergessen begann, sind verstreut und einige sind sogar gefangen. Du solltest wirklich das Tal erkunden. Es gibt hier noch Dorfbewohner, die deine Hilfe brauchen. Jetzt ab mit dir! Finde sie! Schnell! Ja. Juhu! Nee. Dahin. Aufgaben. Dreamerfechten. 2000! Okay. Ja. Kriegen wir hin. Ist hier Dagobert Duck, der Olle Geizkragen. Ja, mit dem hatten wir sogar auch schon geredet. Der hat auch einen Auftrag für uns gehabt. Hilf Gofi wieder ins Geschäft zu kommen. Das heißt, wir müssen erstmal Gofi helfen. Das heißt, wir müssen zusammen Stand. Wo auch immer dieser ist. Da ist ein Stand. Mach aber erstmal hier wieder ein bisschen Rams weg. So. Und alles mit dem, was ich niete, nagelfest ist. Lass mich gerade. Ah, ne. Ist noch offen. Ist noch nicht alles besetzt so. Geld. Ja. Hallo. Nein, mein Inventar ist voll. Oh, Happy Days. Hallo, Daki. Wunderschönen guten Abend dir. Weil Gofi hat sich die Bude leer gerollt.
Ja, bei Goofy, da ging das ja auch. Da konnte ich das ja auch machen. Ich weiß gar nicht. Bei Dagobert kam ich, glaube ich, noch. Nee, bei Dagobert komme ich noch nicht mal ins Haus, weil er direkt vorsteht. Da ist doch alles zugedingselt. Na, wie geht's? Hui, ich schätze, er ist etwas heruntergekommener, als ich dachte. Aber das macht nichts. Onkel Dagoberts Baufirma kann das in Ordnung bringen. Du kannst das Schild benutzen, um ihn zu rufen. Bis bald. Okay. Hallo. Der arme kleine loste Typ. Na. Es wird Zeit, dass Goofy diesen Ort auf Vordermann bringt. Ich bin froh, dass du ihm hilfst. Kommen wir nun zur Sache. Goofy kann diesen Verkaufsstand ohne weitere Kosten haben, da das Teil ihn braucht, aber nächstes Mal werde ich nicht so großzügig sein. Was meinst du? Ja, lass uns den Stand errichten. Goofys Verkaufsstand ist ab sofort geöffnet. Wenn du an einer anderen Immobilie interessiert bist, lass es mich gerne wissen. Berühre einfach das Schild daneben. Ja, so schnell baut man in Dreamland Valley. Müsste man sich in Deutschland mal was abgucken. Sei im Teil aktiv. Sammle Ressourcen. Verkaufe auf Goofys Verkaufsstand Dinge, die du nicht brauchst. Dafür erhältst du Sternmünzen. Warte, eigentlich weg. Erklär mir mal, warum ich noch hier bin. Ich sehe es als gutes Zeichen, dass du noch hier bist. Es macht halt süchtig, hier zu sein. Es ist Endenhausen, kein Valley. Bisher, ja. Wir haben bisher noch keine anderen Disney-Charaktere getroffen. Bisher können es tatsächlich einfach nur. Das Game nicht. Nee, das Game nicht. Ich meine, süchtig von den anderen, die hier sind. Süchtig von Goofy. Da kann man ja nur süchtig sein. Ansehen. Kann ich da noch irgendwas machen? Hallo. Verbesserung des Verkaufsstands wäre eine gute Investition. Goofy könnte mehr Produkte kaufen und verkaufen. So, dass du mehr Verbesserungen im Tal von nehmen könntest. Ah je, okay. Ja, machen wir wann anders. Auf Wiedersehen und bis bald. So. Schön, dich zu sehen. Womit kann ich behilflich sein? Was kann ich denn kaufen? Ach, sind so die beiden Sachen. Okay. Okay. Und was kann ich verkaufen? Stein habe ich so viel. Das kann ich, glaube ich, auch verkaufen. Habe ich jetzt so viel von gesammelt. Mhm. Ja. Ach, Rainer. Rider. Meinetwegen. Ja, ist ja gut. So, kann ich jetzt bei ihm da oben irgendwas machen? Sprich mit Dagobert. Komm, verkauft man Stein und pass auf, gleich brauchst du für irgendwas Stein. Ich habe noch Stein, meine ich. Ich meine, ich habe in der Hütte noch Stein. Jetzt mach mir keine Angst. Ich meine, ich müsste hier drin Stein haben. Traut es seinem Glück allein. Erweitere dein Haus und passe es an. Verbringe Zeit in deinem Haus, um deine Energie aufzufüllen. Nutze das Lager deines Hauses als zweites Inventar. Oh, Frozen! Da, Stein! 63 Stein! Und jede Menge Platz. Ah, ne. Ach doch. Lass jetzt los. Ah, ne. Okay, ist voll. Okay. Ich dachte gerade. Verbessere das Haus. Aber wie verbessere ich das Haus? Wenn man die Lampen von der Wand. Ich würde ja gerne. Wobei, doch, das. Doch, ich glaube, das geht sogar. Kann sie zumindest entfernen. Ich würde sie erstmal gern gegen andere Sachen austauschen.
kann es leider so irgendwie noch nicht erweitern. Ich glaube, jetzt müsste Ariel dran sein. So. Beim Rätsel muss ich mal gucken, wie das dann geht. Muss die Fenster frei machen. Nee. Sims 5. Edition 2.0 Premium. Keine Ahnung, wie man das verbessern soll. Vielleicht kommt das erst noch. Vielleicht kommt das erst noch. Mal gucken. Sei gegrüßt, Nachbar. Gut gemacht. Gubis Laden hat wieder geöffnet, also kannst du dir etwas dazu verdienen. Wenn du bereit bist, in meiner großen Wiedereröffnung zu investieren, kannst du einfach das Schild neben meinem Laden verwenden. Freundlichen Dank. So, wie teuer wird das? Bist du bereit zu investieren? Sobald ich den Laden eröffne, gibt es jede Menge Möbel und Kleidung zu kaufen. Du kannst mir vertrauen, oder mein Name ist nicht länger Dagobert Duck. Okay. Dann eröffnen wir mal den Laden. Der Abzocker, ja, aber wirklich so einfach mal tausend von diesen Goldstücken. Endlich, die große Eröffnung. Hey, so ein... Unglaublich. Hallo. Welch ein Glück, ich bin wieder im Geschäft. Jetzt brauche ich nur noch Kunden. Oh, und eine gute Investition muss sich natürlich lohnen. Diese Münzen sind für dich. Kauf dir etwas Schönes. Wow, ich gebe ihm 1000 und ich krieg 400. Komm herein, sieh dich um. Wenn du nichts siehst, das du kaufen möchtest, dann sag mir Bescheid und benutze mein patentiertes Liefersystem. Auf Wiedersehen und bis bald. Ich frage mich jetzt, wofür er die 1000 gebraucht hat, wenn er mir 400 wiedergibt. Das ist... Oh mein Gott, ein Kleid. Ein Thron! Madame Potty! Und Tassilo! Oh mein Gott! Zum Saufen. Ein Thron. Oh mein Gott. Okay, das ist cool. Kaffeemaschine. Was ist das hier? Faser. Funktionelle Gegenstände. Dreamlight. Möbel. Zaun und Pflaster, Kopfsteinpflaster. Okay. Weißer Bambuszaun. Einiges erklären, ja, ne? Mach ich einfach mal. Möbel. Kiste. Mhm. Okay, da kann ich auf jeden Fall was herstellen. Okay, das sieht cool aus. Sei gegrüßt, Nachbar. Kostüme. Okay. Whoa. Ja. Auf Wiedersehen und bis bald. Oh mein Gott. 4000 für eine Jacke! Oh mein Gott. Kaufrausch, ja schön wäre es. Oh, aber hier habe ich dann auch noch was. Warte mal. Nutzen. Eisblaue trägerloses Kleid mit Herzausschnitt. Oh mein Gott. Und ich wollte mir jetzt das andere Kleid kaufen. Lockeres blaues Hemd. Das ist auch cool. Das soll wieder klauen. Ja, natürlich. Ich muss mit dir sprechen. Ich muss mit dir sprechen. Lass mich doch erstmal. So, was ist da drin? Goldene Anhängerkette. Goldreifen. Ja, schön.
So, was willst du? Einen schönen Tag noch. Vorrangende Investitionen, Daya. Du wirst dich bereuen. Schau am besten öfter mal in meinem Laden vorbei. Ich bekomme jeden Tag neue Ware. Immer etwas Neues zu kaufen. Jackpot. Mhm. Ganz genau. Ich weiß, wie ich meinen Kunden glücklich mache. Schließlich bin ich Dagobert Duck. Neues Level. Maximal Energie erhöht. Belohnungen. Ich habe irgendeinen komischen Boden bekommen. Vertiefe deine Freundschaften. Neues Level. Sammle Erfahrung und verbessere dein Level. Deine Max-Energie hat sich erhöht. Voll geil. Hallo. Ach, hey Daria. Ich habe mir gerade meine Quartalszahlen angesehen. Huff, sie sind katastrophal. Ich bin am Ende. Beruhig dich. Ja, ja, Kunden glücklich machen. Ja, ist so, ne? Mich beruhigen? Was fällt dir ein? Es ist mein gutes Recht, mich so stark aufzuregen, wie ich möchte. Der Laden ist geöffnet, aber ich habe keine Kunden. Wenn ich nicht schnell handle, ist mein Vermögen verloren. Was brauchst du? Also als allererstes müssen wir die Bewohner von Dreamlight Valley wissen lassen, dass mein Laden wieder geöffnet ist. Ich könnte dir helfen, Werbung zu machen. Das wäre fantastisch. Ich würde es ja selbst machen, aber ich bin Dagobert Duck. Die Leute sehen mich als Stütze der Gesellschaft. Ich kann mich in dem Dorf nicht wie eine wandelnde Werbetafel zeigen. Eine wandelnde Werbetafel? Okay. Für diese Aufgabe bist du besser geeignet. Zieh ein Outfit an, mit dem du dich durch das Dorf, mit dem du durch das Dorf gehen für meinen Laden werben kannst. Oh je. Das muss ich tatsächlich anziehen, glaube ich, ne? Freundlichen Dank. Garderobe. Alles. Na, dann gucken wir mal. Robert. Ohrringe. Eine Kette trage ich auch mal. Wie sieht das aus? Oh mein Gott, das sieht richtig schön aus. Okay. Das ziehen wir mal an. Das ziehen wir mal an. Schade, dass die nicht schwarz sind. Egal. Ich gucke jedes Mal nach und weiß. Okay, geht doch nicht. Was regnet? Das Witzige ist, dass das Spiel sich ja an die Echtzeit orientiert, ne? Ich glaube, wenn es dann dunkel wird, in echt, dann wird es da auch dunkel. Mal den Goldschmuck an. Muss ja putzen, dass du bei Dago einklauen warst. Ja, genau. Ja, anders geht das doch gar nicht. Den. Hallo. Mickeys Erinnerung, wie kann ich das Rezept finden? Kann ich das. Es muss hier irgendwo in der Nähe sein. Aber es wird nicht einfach so herumliegen. Ich habe es wahrscheinlich versteckt, damit es in Sicherheit ist. Das ist in Erinnerung etwas. Achso, ja. Die Erinnerung. Ja, ich erinnere mich an die Erinnerung. Aber zuvor. Mach ein Foto. Ich habe immer noch kein Foto gemacht, weil ich immer noch nicht weiß, wie es geht. Kochen. Koche mit Gewürzen. Koche ein Sterngericht oder besser. Auf Getreide basierende Gerichte. Koche auf basierende. Okay. Dorf. Repariere Stände. Bergbau. Okay. 2000 brauchten wir ja. Mickeys Erinnerung. Könntest du bitte kommen? Ja. Oh Junge, wir haben es geschafft. Wir haben die Schaufel gefunden und das Rezept für Obstsalat. Oh hehe. Die ganze Mühe für Obstsalat. Ist das ein magischer Obstsalat oder so?
Alle Rezepte von Remy schmecken einfach zauberhaft. Auch die einfachen. Und ich wette, wenn du weiter suchst, wirst du Rezepte finden, die noch exquisiter sind. Remy würde dir seine Rezepte ganz bestimmt anvertrauen. Und ich glaube, die zuzubereiten wird dir gefallen. Wenn ich mehr von Remys Rezepten finde, könnte ich vielleicht Gerichte für meine Freunde zubereiten. Ja, es geht nicht über eine schmackhafte Mahlzeit mit guten Freunden. Aber bevor du Rezepte sammelst, sollten wir erst einmal diese zubereiten. Aha. Dafür brauchen wir die Zutaten. Ich schau mal nach, was ich in meinem Garten habe. Wenn du den Obstsalat zubereiten willst, findest du mich dort. Es ist schon eine Ewigkeit her, dass ich ein Rezept von Remy gegessen habe. Das wird lecker. Hier, nimm diesen Overall. Das ist genau das Richtige für die Gartenarbeit. Mickeys Erinnerung vollständig. Hallo! Meine Güte, von meinem Garten ist nicht mehr viel übrig. Es braucht ein wenig Pflege. Ja, es ist einfach nicht mehr dasselbe, seit die Nachtdorn aufgetaucht sind. Minnie wäre sicher nicht glücklich, wenn sie ihn so sehen würde. Sie liebt Gärten. Je schneller wir das Rezept zubereiten, desto schneller können wir Dreamlight Valley wieder zu einem Ort machen, auf den sie stolz wäre. Ja, stimmt. Wir haben Dings ja noch gar nicht gesehen. Wie heißt sie? Minnie. Im Rezept steht, dass man für den Obstsalat Früchte braucht, zum Beispiel Äpfel. Ich denke, du wirst im Dorf welche finden. Oh, und weißt du, was gut zu dem Obstsalat passen würde? Cracker. Du willst Cracker und Obstsalat zubereiten? Das ist echt... süß von dir. Du bist klasse, Mickey. Ja, das für die Frauen. Hier ist so, ne? Oh, danke. Aber, wenn ich ehrlich bin, will ich Cracker zubereiten, weil Minnie die immer gemacht hat. Ich wünschte, sie wäre hier und würde welche backen. Wie stellen wir sie also her? Minis Cracker sind ganz einfach zu backen. Dafür braucht man nur Weizen. Hier ist das Rezept. Vor allem das Geilste ist, ich habe die ganzen Sachen schon vorher bereitet. Aber da fällt mir ein, wir müssen erst die Gartenarbeit machen, bevor wir backen können. Klar, immer erst die Arbeit. Wenn wir Weizen haben wollen, müssen wir ihn anbauen. Hier sind Samen, die wir pflanzen können. Das ist aber cool. Das eine zumindest. Toll, damit können wir all diese hässlichen Nachtdornen durch ein paar schöne Pflanzen ersetzen. Danke, Kumpel. Ja, das weiß ich schon, wie es geht. Das haben wir schon. Mehr ist aber jetzt sind Ausbeuter. Ja, ja, alles okay. Jo. Ja, wo machen wir das denn hin? Da was hin. Da was hin. Oh. Ich hab da was bekommen. Erde. Einfach nur Erde. Und. Und. So. Dann. Pflanzen wir das ganze Kram mal. Bau 5 Gemüse an. Und da baue ich jetzt mal Kohl an. Gut, gießen brauche ich ja nicht. Nee, alles gut. Alles gut. Ich guck mal nur ein bisschen rüber ins Discord, ob irgendwas los ist. Aber sonst, nö. Wenn, eher übers Handy, aber Gott sei Dank. Gott sei Dank ist heute bei Ruhe. Heute kommen keine schlechten Nachrichten bisher. Jo. Dann sammeln wir das einmal. Ich glaube, wir müssten auch so noch Cracker
herstellen können. Kochen. Okay, das hätten wir. Obstsalat. Automatisch auffüllen. Ablegen. Juhu! Verwendet! Du hast das Buch in deinem Rucksack, um das Cracker-Rezept zu lernen. Machen wir auch beides noch. Geweckt! Und das hier bitte auch gleich nochmal. Haben wir zwar beide schon, aber egal. Huch. Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Echt? Tun Sie das? Ryder, willkommen auf dem Discord. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Super, jetzt müssen wir sie gießen, sonst vertrocknen sie. Jetzt geht ich da auf die, auch auf die Nerven. Ach, Quatsch. Das dauert, bis man mir auf die Nerven geht. Ich sollte zwischendurch irgendwann auch nochmal was zu essen machen. Mal gucken. Mal gucken. Ich weiß noch nicht, was ich essen will. Das Spiel hat mich hungrig gemacht mit den ganzen Rezepten, die es gibt. Super, jetzt müssen wir sie gießen, sonst vertrocknen sie. Mini sagt, man muss auf die Blätter einer Pflanze achten. Dann kann man erkennen, wann sie Wasser braucht. Schön, dass du die herrschaftliche Gießkanne gefunden hast. Die 10 Nummer. Ich habe aufgehört zu ziehen. Ähnlich wie bei mir. Die ist sehr praktisch für die Gartenarbeit. Probieren Sie gleich mal aus, Aidaria. Juhu. Fischstäbchen. Ich habe leider keine Fischstäbchen zu Hause. Ich habe Bordelais habe ich zu Hause. Also. Gut, und Lachsstäbchen, aber das sind nicht meine. Lachsfischstäbchen. Die gehören meiner besseren Hälfte. Meiner besseren. Ja. Er isst immer die Lachsstäbchen. Aber ich mag auch die Lachsfischstäbchen nicht so sonderlich. Also. Nee. Ich muss einmal ganz kurz was nachgucken. Jo. Okay. Jo. Egal, schnapp zu dir. Nee, wie gesagt, die sind eh nicht ganz so meins. Da esse ich lieber die normalen. Ach ja, den Granat haben wir jetzt. Ich möchte mehr dieser glänzenden Steine haben. Die sind von Wally. Okay. 48 Kleidungsstücke haben wir. Mit Brötchen. Mit Brötchen haben wir leider auch nicht. Aber wäre geil. Mit Brötchen wäre mega geil. Ich glaube, ich würde jetzt noch kein Fotos mit mehr kriegen. Nachricht von meiner besseren Hälfte. Ich bin immer neidisch, wenn er auf Reisen ist und er in coolen Hotelzimmern ist. Das ist immer... Oh.